Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infamous und dem Beagle. Ich war just bis zu dem Moment, wo ich aufnehmen wollte, super entspannt, gekühlt, habe nicht geschwitzt, keine roten Flecken im Gesicht. Und dann hat die Zuckermaus gesagt, bevor du aufnimmst, durch und durchfahren, lass uns mal rausgehen. Aber manchmal funktioniert das auch nicht so. Dann war ich draußen und jetzt bin ich einfach super verschwitzt, was draußen richtig schwül und eklig ist. Überhaupt nicht mehr entspannt. Naja. Privateigentum. Versuchen wir das doch mal. Ich habe es nachgeguckt. Es sind die Satellitenverbindungen gewesen. Weil ich die nicht gemacht habe, habe ich die Nebenquesten alle nicht gesehen. Das ist zum Kotzen, wenn ich bedenke, dass ich halt die eine Nebenquest schlicht und ergreifend nicht hinbekommen habe. Dort drüben ist ein Verletzter. Wetten, die will mich verarschen? Wie sieht's so aus? Wo denn? Der Typ hat wohl was abgekriegt, als er seinen Spind verteidigt hat. Ich könnte ihn heilen oder mir die Scherben schnappen und abhauen. Er kann mich ja nicht aufhalten. Als würde ich mich dafür entscheiden, was Böses zu tun. Danke. Ich habe meinen Spind mit Sprengstoff vor Diebstahl geschützt. Warten Sie kurz die Deaktivierung ab. Nehmen Sie. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Okay. Danke. Und ich wurde noch belohnt, dass ich ihn am Leben gelassen habe. Und ich bin historisches Viertel übrigens, nicht Künstlerviertel. Ich dachte ja. Naja, Paranoia. Wir machen ein bisschen Nebenquesten hier. Ich bin ein bisschen scharf drauf, das historische Viertel zu besitzen. Die erste Nebenquest mit, ne, die erste Nebenmission mit dem medizinischen Vorräten, die hat schon ein bisschen was in sich gehabt, ne? Da komme ich nicht hoch. Es gibt doch bestimmt eine Laterne. Okay. Ich muss sowieso dahin. Ach, come on. Lass loskommen. Bitte, lass uns loskommen. Hi, na? Mission Paranoia. Dieser Park macht mich irre. Dort sind Unsichtbare unterwegs. Ganz sicher. Hoch. Aua. Na, von mir aus. Also für mich sind die gerade vor allen Dingen deswegen unsichtbar, weil... Ja, erstmal muss ich Strom irgendwo herkriegen. Ey, hier ist doch Licht. Ich sehe es doch. Ja, wenn ich keinen Strom habe hier, ist er ein bisschen schlecht. Dieser Park macht mich irre. Dort sind Unsichtbare unterwegs. Ganz sicher. Also so richtig unsichtbar sind die nicht. Ja, jetzt sehe ich ihn definitiv nicht. Einfach weil. Lebt die Oma noch? Okay, wo ist die Uni? Wo ist die Uni? Ich könnte einfach mal. Ha! Ich hab's genau gesehen, Penner. Aua. Okay. Unsichtbare Feinde jetzt auch noch. %, das geht schnell. So, dir kann ich helfen.
dir nicht mehr. Dich fessel ich. Du bist schon gefesselt. Was? Was? Drohnen? Wie frech. Sommer. Wie die holt man nicht mit einem Mal runter? Krass, na dann nicht. Die Gegnerüberwachung, die Gegenüberwachung kennen wir ja schon. Was denn? Hab ich den? Ich hab den Dealer nicht aufgemacht. Gut. Aber ich sehe da hinten die Hauptquest. Aber die sind direkt nebeneinander, ne? Die sind quasi direkt nebeneinander. Na gut, dann gehe ich trotzdem zur Nebenquest. Oh, ich sage immer neben Quest, aber es nennt sich hier ja neben Missionen. Ich laufe gerade weg von meiner Quest, korrekt? Naja. Ich hier ständig angegriffen werde, meine Prisoner. Und ihr seid erstaunlich. Ihr seid ein bisschen heftiger als die Dustman, kann das ist. Ich stehe doch nicht wieder auf. Mal bitte Strom, Digga. Was ist mit dir da hinten? Wer weiß, immerhin könnte einer von denen ja auch eine Quest fallen lassen. Man weiß es nicht genau. Ach, ich wollte doch zu den Kräften. Ich hab's gesehen, ich hab's genau gesehen. Ich hab übrigens mitbekommen jetzt. Es gibt die guten Missionen, es gibt die guten und die grauen. Und wenn ich alle guten voll habe, kriege ich wohl erst die Trophäe für, dass ich der Gute bin quasi. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal die Schockwelle voll. Und dann können wir uns ja immer noch um den Megawatthammer kümmern. Mal gucken. Ist hier einer? Der kommt doch genau auf mich zu. Da. Jetzt treffe ich die ganzen Menschen. Ah, was? Ich brauche ein bisschen Strom. War jetzt doof, ne? Ah, da ist noch einer. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bravo, danke. Oh Gott. Du hast dich selbst mitgesprengt. Er hat sich selbst mitgesprengt. Okay, dann halt eine unerwartete Quest. Ist ja auch gut. Ist wohl leicht zu finden. Ist es das? Okay. Wenn Cole das sagt, dann wird es wohl so sein. Ich tippe ja irgendwo auf hier. Oder? Hier irgendwo. Aber das ist zumindest eine Scherbe. Es könnte auch da vorne sein. Oh nein, Cole, nein! Das ist aber sehr nett, dass ich... Au! Was zum... Woran hänge ich denn jetzt fest?
Ey, ihr wollt wissen, ob das eure Neighborhood ist? Nein. Ich brauch Strom. Gimme Strom. Gimme Strom. Das ist ein Chaos. Wo sind denn die ganzen Party-People hier da vorne? Das Schöne ist in der Theorie... Da flogen Menschen. Ich glaube, ich habe Menschen getötet. Was, hier war ich doch gerade schon mal. So. Oh, ich muss wieder so einen Brückenkack machen. Das ist heftig. Gute Leute sind in der Tat schwer zu finden. Sehr cool. Unerwartet ein bisschen Gebiet für mich geschnappt. Schick. 25%. 25% for me. So, jetzt können wir aber hier ganz dezent die blaue Quest machen. Die roten werden mir schon gar nicht mehr angezeigt. Habe ich jetzt oder habe ich nicht? Nee, warum machst du mit, Ken? So. Sollen sie doch alle kommen, wie sie wollen. Ist mir doch scheißegal. Ich hole mir jetzt ein Gebiet nach dem anderen, dann gehört mir einfach die Neighborhood und dann, ich bin ja immer auch im Lügen, diese verzweifelten Menschen, wie sie hier so sind, einfach zu treten, so dass sie umfallen und dann zu heilen. Dann müsste es ihnen ja wieder gut gehen. Sie müssen ein paar Erstgeborene für uns festnehmen. Wir brauchen sie lebend. Sie müssen uns Informationen geben. Das ist schwierig. Wie? Und wo ist die Quest? Und wo soll ich die Quest machen? Dude? Das konntet ihr nicht gerade machen, ja? Erstgeborene, wo seid ihr? Hallo, ich bin Cole McGrath, ich suche Freunde. Das ist mir scheißegal. Hast du kein Brot, dann ist Kuchen. Oder Dreck. Aua. Kann es sein, dass der tot ist? Ich meine, es ist ja nur ein Kopfschuss. Jawohl. So. Also. Da unten, ne? Oh. Eventuell auch nicht da unten. Aber ich bin eigentlich sicher, dass es da unten ist. Tada! Der zählt nicht! Aber der doch wohl, oder? Warte, aber der steht auf, der steht wieder, das ist frech. Warum zählt der nicht? Das ist unfair. Der ist tot. Das ist schlecht. Das ist schlecht, dass der tot ist. Was mit dir? Oh, ich hab Glück. Einer. So, zwei habe ich. Der dritte, den ich da gemacht habe, der zählt aus irgendeinem Grund nicht. Alter, dann. Aber. Mach ihn doch los! Mach ihn doch los! Hallo! Ach so, ich muss das erst sehen. Komm.
Sag mal, was ist hier los? Ich muss jetzt erstmal hier aufräumen und dann kann ich gucken. Nein, 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 weggeholt, weggeholt, cool, 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 cool. Nee, das ist nicht so gut. Das ist auch nicht so gut. Ich brauche was Richtiges anstecken. Ah. So, was haben wir denn jetzt hier da vorne? Eine habe ich noch. Ah, sag mal, bist du ein Arsch? So. Fesseln. 4 von 5. Suche ich mir noch einen auf der Straße. Hier wird ja wohl noch einer irgendwo rumliegen. Und fessel den. Hoffe ich zumindest. So mal. Keiner? Kommt schon, cool. Saug doch. Er saugt nicht. Er saugt nicht. Einmal richtig saugen mit dem Kohl. Haha. Bitteschön. Ich bin nicht böser geworden, obwohl ich so viele Zivilisten mitgenommen habe. Ja, nun. Oh, LinkedIn ist mittlerweile einfach so eine Abschaumplattform geworden. Naja. Es gibt aber tatsächlich seriöse Firmen, die da echt Erfolg mit haben. Ich betreue ein paar dieser Firmen. Das heißt ein paar. Ich betreue eine Firma oder auch zwei, wo LinkedIn wirklich gut funktioniert. Ich würde aber nicht sagen, dass LinkedIn jetzt voll geil ist. Was ich da manchmal an Lebensweisheiten zugeschickt bekomme. Mindset-Sachen, Mindset. Wenn das Mindset nicht stimmt, ne? Dann könnt ihr halt nicht Millionär werden. So ist das. Eckhole. So. Und die Hauptquest, der Preis. Wenn Alden aus dem Weg ist, ist Kessler unser Mann. Strategisch hat er sie im historischen Viertel festgesetzt. Gehen Sie zur Zugbrücke in der 19. Straße und öffnen Sie sie. So können Sie raus, wenn alles schief läuft. 20 Sekunden. Und wo sind Sie dann? Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Er ist da, wenn ich ihn brauche. Das habe ich schon mal gehört. Yay, hi. Ah, freust dich im Bagger, ne? Ja, ist okay. Ich bin auch. Ich denke auch, dass Cole ein ziemlich cooler Typ ist. Hi, Fremde. Soll ich nochmal ein Held sein? Hier, guck mal. Oh, die tat mir so leid. Sag mal. Ach komm, ist okay. Und sonst verpisst euch, okay? Ich habe keine Zeit, alle zu retten. So. Das habt ihr nicht gehört, okay? Das habt ihr nicht gehört. Cole ist ein guter Mensch. Ich bin die, die ihn ständig von all den Heldentaten abhält. Glaube ich. Eventuell. Man weiß nicht. Es könnte sein. Naja. Na? Ist kein Thema. Passiert, wirklich. Das war einfach. Keine Escort-Mission, nix. Unsere gemeinsame Zeit endet bald, Cole. Und leider sind Sie noch immer nicht bereit für das, was kommt. Darum werde ich die Dinge beschleunigen. Wachse oder stirb, wie man sagt. Mhm. Wollen wir anfangen? Huch? Wie das denn? Nein, wo ist der Kern? Wo ist der Kern? Kern, Kern. Muss ich den nicht überladen? War da nicht irgendwas? Wachs oder stirb? Ich weiß, was Trash ihnen bedeutet. Ja, und? Cole. Wie sehr sie sie lieben. Aber jeder von uns muss seine Rolle spielen. Was? Auch sie. Und darum sitzt sie hier neben mir. Okay. Ich habe mehrere Bomben in der Stadt platziert. Jede hat einen Zeitzünder. Wenn sie nicht alle rechtzeitig entschärfen, wird sie sterben. Okay. Bastard.
Zünder der ersten Bombe aktiviert. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Ist eigentlich nicht schlimm. Ist nicht schlimm, es ist nur Trish. Kessel, du hast einen ganz gewaltigen Fehler gemacht. Trish geht mir am Arsch vorbei. Und das ist mein Seriously Business Ernst. Was mache ich jetzt damit? Aua. Wie denn? Och komm. Ich weiß, was Trash ihnen bedeutet, Cole. Wie sehr sie sie lieben. Aber jeder von uns muss Cole, eine Rolle Cole, spielen. Cole, Cole, weiter, weiter, auch weiter, sie. Weiter. Einfach und weiter, darum einfach sitzt weiter. Sie hier neben mir. Nicht weiter. Ich habe mit. Warum ist sie hier neben mir? Das funktioniert nicht. Ich muss das wirklich mit Strom machen. Okay. Was habe ich denn da gemacht? Ich weiß, was Trash ihnen bedeutet, Cole. Wie sehr sie sie lieben. Aber jeder von uns muss seine Rolle spielen. Auch sie. Auch und ich. Darum sitzt sie hier neben mir. Ich habe mehrere Bomben in der Stadt platziert. Jede hat einen Zeitzünder. Los. Wenn sie nicht alle rechtzeitig entschärfen, wird sie sterben. Cole! Was denn? Ich habe den Zünder der ersten Bombe aktiviert. Ihnen bleibt nicht viel. Und ich habe mich selbst weggesprengt, das ist schlecht. Naja. Der läuft auch mal gut und mal schlecht, ne? Ich weiß, was Trash ihnen bedeutet, Cole. Wie sehr sie sie lieben. Ja, aber ich jeder kann's von nicht uns mehr muss seine Rolle spielen. Jeder auch von uns sie muss seine Rolle spielen. Sag mal, woran war? Oh, Dude, komm schon, nee. Ich weiß, was Trash ihnen bedeutet, Cole. Wie sehr sie sie lieben. Aber jeder von uns muss seine Rolle spielen. Auch sie. Und darum sitzt sie hier neben mir. Ich habe mehrere Bomben in der Stadt platziert. Jede hat einen Zeitzünder. Wenn sie nicht alle rechtzeitig entschärfen, wird sie sterben. Bastard. Ich habe den Zünder der ersten Bombe aktiviert. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Muss ich dir den Strom entziehen? Ist es das vielleicht? Ich probiere das jetzt mal aus. Ich mache gleich meine Kamera wieder an. Warte mal. Indeed. Na gut, jetzt weg hier. Weg hier. Ach komm. Nein, 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 nein. Geh weg von mir, geh weg von mir. Das ist so scheiße. Das ist ein Scheiß. Ach Gott. Nein, nein, nein. Ganz viele, ganz viele, ganz viele, ganz viele, ganz viele, ganz viele, ganz viele. Boah. Es tut mir voll leid für euch. Ich wollte das nicht. Ich will einfach nur Strom haben! Was muss ich machen, damit ich weiterwerfen kann? Kein Strom für mich! Was? Ey, sag mal. Sag mal, hab ich irgendwas. Kann ich bitte auf die dämliche, räudige Karte? Das funktioniert nämlich hier nicht so gut. Sag mal, muss ich wirklich alle erledigen? Ist es das? Das ist ja heftig. Bist du ein Passant gewesen? Es tut mir leid.
Ich erkenne euch leider gerade auch nicht so gut. Es ist dunkel. Ja, musste ich. Und wieder zwei Leben gerettet, Cole. Und 25.000 andere um mich herum ausgelöscht. Schwester, die nächste Bombe ist scharf. Ah, oh, das ist Wasser. Ich habe Wasser gefunden. Was? Ach, das war draußen. Na? Oh Gott, nein. Ich erwarte kein Verständnis von Das habe ich Cole. In der Tat nicht. Noch nicht, zumindest. Aber eines Tages... Eines Tages bin ich dir für was auch immer dankbar. Ist okay. Sicher. Nein. Da ist ja mit uns geschützt gegangen. Hoppala, ich hab die erwischt. Okay, next try. Stellt euch drauf ein, wir werden jetzt für jede dieser 5 Bomben ein paar Versuche brauchen. Sag mal, was seid ihr für Knüppel, ey? Ja, ich wollte was anderes sagen. I don't care. Erstmal. Das sind schon 5 Leben. 5 Menschen, die weiter Sonnenlicht sehen. Plus die anderen 25, die ich gerade auslösche, ne? Oder weil sie versuchen, Trish zu schützen. Was laberst du für ein Scheiß? Ich mache alles auf eigenem Geheiß. Das muss alles. Also du Arsch. Ja, noch mehr. I don't care about you. I don't care. Nein. Der will mich schrotflinten. Die wollen mich alle schrotflinten, ey. Nein. Schrotflinte jemand anderes. Entschuldigung. Das kann ich nie wieder gut machen, so viele Menschen, wie ich hier umgebracht habe. Ohne Witz. Aber ja, hast recht, ich beschütze Leute. Der Zünder der nächsten Bombe ist aktiv. Es tut mir so leid für euch alle hier. Cole? 2 haben wir, 3 voraus. Das Schlauste ist... was man alles vergisst. Den Geruch von jemandem. Den Glanz seiner Augen, wenn er glücklich ist. Ich glaube nicht, dass Trish gerade allzu glücklich ist, wenn du das meinst. Ganz im Ernst, ich rette hier doch gar niemanden. Ah, da ist Fernseher, der hat mich gerettet. Aber was machst du da, du Trottel? Ach egal, das stelle ich Fragen. Oh Gott, noch einer? Wo denn? Da. Die sehen teilweise ein bisschen aus wie die Leute hier. Also, vielleicht ist es unglücklich so. Kann ich nicht ausschließen. Es bleibt doch einfach liegen. Ah! Was? Oh, noch mehr? Ich brauche Strom. Hast du noch ein bisschen was für mich? Ja, du hast noch ein bisschen was für mich. Da kommst du hier nicht auf die Brücke drauf, ne? Das ist kein Thema. Wenn ihr alle so doof seid und im Wasser seid, ist das nicht mein Problem.
Entschuldigung. Die letzte Bombe ist scharf. Letzte? Ich dachte fünf. Vier. Jetzt kommt es darauf an. Ach, ihre letzte Prüfung. Das machen wir natürlich noch. An einem Dach hängt Trash. Mhm. Die Liebe ihres Lebens. Mhm. Am anderen sechs Ärzte. Mhm. All das Gute, das sie noch tun könnten. All die Leben, die sie retten könnten. Was ist wichtiger, Cole? Das Leben eines Menschen oder das von vielen? An jeder Plattform sind Bomben. Sie können nur eine Partei retten, nicht beide. Ihre Wahl. Wo sehe ich denn, was was ist? Ich würde es gerne... Ich will jetzt... Warte mal, was? Wo ist denn das mit den sechs? Hä? Leute, ich habe Angst, dass ich das falsche Gebäude nehme. Mir gegenüber ist... 30 Sekunden, Cole. Da hängt eine, ne? Da hängt eine. Entschuldigung, Trish, aber eigentlich interessiert es mich nicht, ob du stirbst. Schade, dass es keinen anderen Weg gab, dass Trish nicht hätte starten müssen. Sie ist so eine tolle Frau. Aber in Kriegs- und Krisenzeiten müssen wir die Gefühle vergessen und tun, was der Allgemeinheit nützt. Das sind immer so Sprüche, ne? Nicht den Einzelnen. Egal wie schmerzhaft das ist. Trish! Es war wie ein Zeitpunkt, als Trish fiel. All meine Kräfte. Und ich konnte nichts tun. Eine Sekunde lang wurde sie lebendig. Gerade lang genug, um mir zu sagen, wie stolz sie auf mich ist. Dass ich mit meinen Kräften Menschen helfe. Und dass sie mich dafür liebt. Ich habe sie im Park neben den anderen Opfern seit der Explosion begraben. Kessler wird dafür bezahlen. Ich werde diesen kranken Bastard finden. Und ihn töten. Tja, Tag 20. Und obwohl Trish tot ist, sieht es jetzt wieder ein bisschen lebendiger hier aus. Ich weiß, was Kessler ihnen angetan hat. Dieser Teufel. Solange dieser Irre frei rumläuft, ist unser aller Leben in Gefahr. 75 Sekunden. Wo zum Teufel waren sie? Hätten sie mir geholfen, wäre Trish noch am Leben. Ich konnte nichts tun. Als Kessler sie hatte, war ihr Schicksal besiegelt. 51 Sekunden. Ersparen Sie mir den Scheiß. Sie wollten bloß nichts riskieren. Um ein Leben zu retten? Ganz sicher nicht. Aber ich helfe Ihnen bei Ihrer Rache. Das Stromnetz auf der Südhälfte der Insel wurde nie erneuert und nutzt noch immer die alten Außenverteilerstationen. Schalten Sie alle drei ein. Dann hat der Rest der Insel wieder Strom. 15 Sekunden. Und ich selbst bekomme auch wieder neue Energie. Helfen Sie ihm! Genau. Wem? Ich kann verstehen, dass ich weder gut noch böse geworden bin bei der Tat. Einfach weil ich nichts tun konnte. Ich habe so viele Menschen getötet, um diese paar aus dem Elektro-Ding zu retten. Naja. Okay, Lieben. Ich mache dann jetzt einen Cut rein. Ich muss sagen, so emotional gepackt hat mich der Tod von Trish jetzt nicht. Die Entscheidung war jetzt auch nicht schwer. Also Trish hat mich storymäßig die meiste Zeit eher genervt, als dass ich gesagt hätte, oh Gott, ja, sie ist die Liebe von Coles Leben. Cole wirkt jetzt auch nie so, dass er völlig geflasht von Trish ist. Auch nicht davon, dass Trish ihn irgendwie gehasst hat, gefühlt. Übrigens tippe ich darauf, dass da hinten in dem letzten bisschen, was da noch über ist, im Künstlerviertel, wo wir schon die Insel für uns eingenommen haben, da sicherlich ein Dude rumläuft, der ein Päckchen für uns hat. Das machen wir vielleicht nächstes Mal. Ich mache vielleicht auch noch die Gegnerüberwachung auf Cam. Die ist ja jetzt nicht so spannend, muss ich sagen. Ne? Wenn ich das Gebiet also nächstes Mal habe, habe ich einfach Gegnerüberwachung gemacht.
sodass wir nächstes Mal direkt mit der Hauptquest weitermachen können, damit diese Seite auch Strom kriegt. Ziemlich weit da hinten. Rache. Rache ist nie ein guter Feldzug, naja. Ich muss aber sagen, mal von Olden abgesehen, komme ich mit der Schwierigkeit des Spiels in der Theorie klar. Dass man hier schnell stirbt, ist so eine Sache, das ist okay. Die meiste Zeit ist es auch okay wegen dem Speicher, wegen der Speicherstelle. Manchmal denkt man sich auch nicht schon wieder. So wie beim Klettern. Da konnte ich irgendwann das vom Klettern her einfach nicht mehr sehen. Ja, hinterlasst mir einen Kommi, verratet mir, wie bewegt euch das mit Trishat oder nicht. Meine größte Angst bei der Quest war nämlich eher, dass ich das falsche Gebäude erwische und Trish an dem Gebäude hängt. Aber sonst, adios, Trish. Ich werde dich nicht vermissen. Aber sie hat Cole ja immer noch gesagt, dass sie ihn liebt und stolz ist. Habt ein wunderschönes Wochenende und haut rein.